Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Hast du gar nichts? Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie... Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Also Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Fest verschraubt. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst.
Das sollte klappen. Versuch jetzt, die Ruftaste zu reparieren. Gut, mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Das Licht, der Wind, die Hitze. Ich fühle sie immer noch. Ich träume jede Nacht davon. Vogelautomaten? Die Vögel in der Voliere sind wunderschön. Meine Mutter wäre entzückt gewesen. Sie liebte Vögel. Schon immer. Und bis zu ihrem Ende. Der Aufzug nach draußen. Wie kriege ich den jetzt auf? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es mir besser geht. Aber Sie hören mir nicht zu. Hallo. Und wer bist du? Ja, mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe? Idiotische Halunken, die die Straßen von Valsembor verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu, das hier war immer eine gehobene Anstalt, muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt.
Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich, Kate Walker. Ja? Man sieht sich. Dr. Mangoling. Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Was kann ich für Sie tun? Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. Ich bin keine Nummer. Mein Name ist Kate Walker. Ich würde es schätzen, wenn Sie mich mit meinem Namen ansprechen, Doktor. Da haben wir es. Die Aggressionen, die Sie an den Tag legen. Ich fürchte, das sind die Folgen eines schweren Traumas. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Ich? Hier drauf? Ja, ja. Nur keine Angst. Was zum... Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin in New York geboren und werde dieses Jahr 30. Gut. Gut, junge Frau. Bis jetzt scheint mein Gerät Ihre Aussagen zu bestätigen. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Ganz hervorragend. Ich verstehe mich mit allen meinen Leuten sehr gut. Sie scheinen es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, Frau Walker. Pech für Sie, dass Sie während Ihres Komas so gesprächig waren. Eine richtige Plaudertasche und wir haben sorgfältig mitgeschrieben. Wir wissen, dass Sie sich kürzlich mit allen Leuten entzweit haben, die Ihnen in New York nahe standen. Mit Ihrer Mutter, Ihren besten Freunden und sogar mit Ihrem Verlobten. Soweit ich weiß, ist das alles geschehen, nachdem Sie Hans Vorarlberg sowie einen gewissen Oskar getroffen haben. Erzählen Sie mir bitte von diesen Herrschaften. Bitte antworten Sie. Oskar war eine Art Automat. Ein ganz besonderer. Sehr raffiniert. Manchmal hatte ich fast das Gefühl, er ist lebendig. Er wurde von Hans Vorarlberg entwickelt. Hans war ein Genie. Der letzte einer alten Dynastie von Präzisionsmaschinenfabrikanten. Wir haben eine lange Reise zusammen unternommen. Bis wir auf eine kleine Insel kamen, die Siberia genannt wurde. Hans wusste, dass dort noch eine Herde Mammuts aus prähistorischen Zeiten lebte. Hans war besessen von Mammuts. Mammuts? Man stelle sich vor.
Es ist eine seltsame Geschichte, das gebe ich zu. Aber ich versichere Ihnen, es ist wahr, Doktor. Ehrlich gesagt, Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Valsembor gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Ich glaube, Doktor, dass die Yukol in Einklang mit der Natur, mit Zeit und Raum leben. Sie haben keinen wirklichen Grund, ihre Art zu leben zu ändern. Was für ein hervorragendes Beispiel für den typisch amerikanischen Idealismus. Vielleicht sollten Sie so schnell wie möglich nach New York zurückkehren. Ich bin sicher, Ihre brillanten Ideen werden dort gebührend geschätzt. Verstehe. Auch Ihr Schweigen ist gewissermaßen eine Antwort, Frau Walker. Also haben Sie vor, Ihre Reise durch unser Land fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätten. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Die Befragung verlief überzeugend, ja, aber trotzdem habe ich Vorbehalte. Ihre geradezu subversiven Ideen und Ihr Hang zum systematischen Lügen... Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe... Ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen... Haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind? Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Drehen Sie sich um. Schauen Sie sich um. Soweit ich es verstanden habe, werden Sie noch eine Weile bei uns bleiben. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Halt deinen Kopf unter das eiskalte Wasser im Brunnen, Nikita. Das hilft gegen deine verdammten Kopfschmerzen. Diesmal nicht. Das ist kein normaler Kopfschmerz. Es fühlt sich an wie ein Haufen rostiger Nägel in meinem Schädel. Na dann? Hast du mit Dr. Olga oder Dr. Mangoling darüber gesprochen? Nein. Das Lager von Kirks Stamm, schätze ich. Thank you.
was für ein verdrehter Geist kommt denn auf so etwas? Kirk? Hörst du mich? Hoffnungslos. Na, ich lass ihn erst mal schlafen. Was ist los, Frau Walker? Ich verstehe nicht. Der Schlüssel, er funktioniert nicht. Ich habe Sie ja gewarnt. Es geht Ihnen wohl noch nicht gut genug, dass ich Sie entlassen kann. Muss ich die Frage wiederholen? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich habe Ihren verdammten Schlüssel benutzt. Ganz ruhig, Frau Walker. Der Behandlungsplan... Ich pfeife auf Ihren Behandlungsplan. Ich bin geheilt, also lassen Sie mich gehen und hören Sie auf damit. Unmöglich, Frau Walker. Die Regeln sind klar. Nur die Patienten, die die Tür öffnen können, dürfen dieses Stockwerk verlassen. Ich beginne, die Geduld zu verlieren. In diesem Fall werde ich versuchen, irgendwie zu entkommen, Doktor. Das können Sie versuchen, Kate Walker. Sich bewusst, dass das in den 20 Jahren, die ich hier arbeite, noch niemandem gelungen ist. Es gibt ein Problem mit dem Schlüssel, so viel ist klar. Ich muss herausfinden, wo er herkommt. Du mich? Hoffnungslos. Na, ich lass ihn erst mal schlafen.
Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Sie sind also aufgewacht. Weiß Dr. Olga das? Ich sollte zuallererst den Schlüssel untersuchen. Ich weiß bereits, dass alles hier funktioniert. Testen wir den Schlüssel. Diese Löcher. Sieht aus, als wäre ein Teil des Schlüssels entfernt worden. Kein Zweifel, mein Schlüssel wurde absichtlich beschädigt. Ich muss eine Kopie in einwandfreiem Zustand finden, wenn ich ihn reparieren will. Mhm.
verstehe. Nach dem Bild zu urteilen, fehlte eine Art Stift. Ich muss ihn irgendwie reparieren. Aber wie kriege ich das hin?